Du bist Israels einzige Hoffnung, sein Retter in Zeiten der Not, heißt es im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 14, Vers 8. Gott war zornig auf die Israeliten, die sich wieder einmal daneben benommen und gesündigt hatten. Aber letztlich half Gott ihnen doch. Bis heute beruft er immer wieder Menschen zu Helfern und Rettern. Darum geht es in unserer Sendung, zu der ich Sie recht herzlich begrüße. Das erwartet Sie heute bei Fokus Jerusalem. Hilfe für Frauen in Not, die Retter der Ungeborenen. Hilfe für Mädchen in Not, Mutter und Arzt retten Sechsjährige. Und biblischer Impuls von Pfarrer Heiko Bräuning. Ich bin K.O. Zunächst geht es jedoch um aktuelle Meldungen aus Israel. Unsere Nachrichtenredaktion versorgt Sie mit den wichtigsten Themen der Woche. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Premierminister Benjamin Netanyahu hat den umstrittenen Innen- und Gesundheitsminister Aryeh Deri entlassen, den Vorsitzenden der ultraorthodoxen Schass-Partei. Netanyahu folgte damit einer Anordnung des obersten Gerichtshofs. Der hatte Deri wegen seiner Vorstrafen als ungeeignet eingestuft. Die Entlassung erfolge schweren Herzens, erklärte der Regierungschef. Die Entscheidung des obersten Gerichtshofs ignoriere den Willen des Volkes. Nach der Entlassung versicherte der 63-jährige Deri, dass er in der Politik aktiv bleiben und weiter als Vizepremierminister tätig sein wolle. Deri wurde wegen Steuerhinterziehung belangt. Zuvor war er wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Nach Polizeiangaben haben rund 110.000 Israelis in Tel Aviv gegen die geplante Justizreform demonstriert. Es war das dritte Protestwochenende in Folge. Die Demonstranten werfen dem Regierungschef vor, die demokratische Kontrolle der Minister durch die Gerichte zu gefährden. Daher stehe die Zukunft der israelischen Demokratie auf dem Spiel. Die Pläne würden zudem die Rechte von Minderheiten untergraben und der Korruption Tür und Tor öffnen. Netanyahu hatte wiederholt erklärt, seine Regierung habe bei den Wahlen im November den Auftrag erhalten, die Pläne für eine umfassende Justizreform umzusetzen. Seine konservative Likud-Partei kritisiert den obersten Gerichtshof seit langem. Der werde von linksgerichteten Richtern dominiert, die sich aus politischen Gründen in Bereiche einmischen, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen. Bewohner des illegal erbauten Beduinendorfs Khan al-Ahmar befürchten, dass sie zur Umsiedelung gezwungen werden. Eine dafür vom obersten Gerichtshof gesetzte Frist läuft am 1. Februar ab. Die Siedlung wurde ohne Genehmigung auf israelischem Staatsland erbaut, direkt neben der Autobahn zwischen Jerusalem und dem Toten Meer. Heute leben dort rund 200 Menschen. Das Dorf ist seit Jahrzehnten ein Streitfall. Keine israelische Regierung hat es bislang gewagt, die Siedlung anzutasten. Sie ist zu einem Symbol für die Ansprüche von Arabern auf die umstrittenen Gebiete geworden. Betroffene Beduinen berichteten israelischen Medien, sie würden von der palästinensischen Autonomiebehörde unter Druck gesetzt. Die verlange, dass sie sich einer Räumung widersetzten. 8 Straußeneier, die Wissenschaftler für über 4000 Jahre alt halten, sind bei Ausgrabungen im Süden Israels entdeckt worden. Die Eier wurden während einer archäologischen Ausgrabung der israelischen Altertumsbehörde auf den Feldern des Moschavs Be'er Milka nahe einer Feuerstelle gefunden. Grabungsleiterin Lauren Davis erklärte, der Lagerplatz sei vermutlich schon in prähistorischer Zeit von Wüstennomaden genutzt worden. Er war in den vergangenen Jahrtausenden unter Sanddünen verschwunden. Strauße waren bis zu ihrem lokalen Aussterben im 19. Jahrhundert in der Region weit verbreitet. Israel erlebt den trockensten Winter seit etwa 60 Jahren mit deutlich weniger Niederschlag als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ergibt sich aus neuen Zahlen des israelischen Wetterdienstes. Der Regen in diesem Winter hat den Wasserstand des Sees Genezareth nur um 2 Zentimeter ansteigen lassen. Die Wintersaison hat bisher nur 40-50% der Niederschlagsmenge im Vergleich zu den entsprechenden Zeiträumen der vergangenen Jahre erbracht. Doch noch sei der Winter nicht vorbei, hieß es bei den Meteorologen. Die Situation könne sich noch verbessern. Doch Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Vorhergesagt ist heiteres und trockenes Wetter. In Jerusalem werden bis zu 18 Grad erwartet, in Tel Aviv bis zu 23 Grad. Das waren unsere aktuellen Meldungen. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.
In Israel sind Abtreibungen kein großes moralisches Thema, das die politischen Debatten bestimmt. Oft werden Schwangerschaftsabbrüche als eine natürliche und notwendige Form der Bevölkerungskontrolle betrachtet. Schätzungen zufolge enden ein Fünftel aller Schwangerschaften in Israel durch eine Abtreibung. Juristisch gesehen ist ein Baby in Israel erst dann eine Person mit eigenständigen Rechten, wenn es nach der Geburt von der Nabelschnur getrennt wird. Die Organisation Beat Chaim sieht das anders, setzt sich für das ungeborene Leben ein und hilft Müttern in Not. Wir haben mit der Leiterin Sandy Soshani gesprochen, aber unser Bericht beginnt mit Anael, einem 9 Monate alten Kind, das ohne die Hilfe von Beat Chaim wohl nicht auf die Welt gekommen wäre. Wenn Tehila Aharoni mit ihrer 9 Monate alten Tochter Anael spielt, wirken beide glücklich. Dabei sind ihre Lebensumstände schwierig. Tehila ist alleinerziehend und arm. Sie lebt in einer bescheidenen Wohnung am Stadtrand von Jerusalem. Die Entscheidung, Anael zur Welt zu bringen, ist der 36-Jährigen nicht leicht gefallen. Was war meine Situation? Ich komme ursprünglich aus einer orthodoxen Familie. Als ich schwanger war, befand ich mich nicht in einer wirklichen partnerschaftlichen Beziehung, sondern in einem kurzen Verhältnis. Als ich ihm erzählte, dass ich schwanger bin, sagte er, okay, ich will diese Schwangerschaft nicht, lass es abtreiben. Und tschüss, er brach jeglichen Kontakt zu mir ab. Auf der anderen Seite sind meine Eltern orthodox und ich wusste, sie würden das nicht gut aufnehmen. Ich fühlte mich verloren. Ich dachte wirklich ernsthaft an eine Abtreibung. Tehila hat bereits einen älteren Sohn. Weil sie unter einer posttraumatischen Störung leidet, kann sie nur zeitweise arbeiten. Es gab Tage, an denen ich wirklich kein Essen hatte, das ich meinem Sohn hätte in die Schule mitgeben können. Ich hatte nichts. Seine Lehrerin hat bei sich zu Hause für ihn Pausenbrote zubereitet und ihm mitgebracht. Sie hatte Angst, ein weiteres Kind nicht versorgen zu können. Eine Freundin machte Tahila darauf aufmerksam, dass es in Israel eine Organisation gibt, die Frauen bei Schwangerschaftskonflikten hilft. Sie folgte ihrem Rat und nahm Kontakt auf. Der erste Kontakt war bereits gut, da man mir erst einmal zuhörte. Das nahm den ersten großen Druck von mir. Das zweite, das man mir sagte, war, mach dir keine Sorgen. Wir sind hier, um dir zu helfen. Ich bekam für mein Baby einen Kinderwagen, Babybadewanne und Babybett. Jeden Monat erhalte ich auch Windeln und Feuchttücher. Ich bekomme auch jeden Monat etwas Geld zum Leben, für die täglichen Ausgaben. Die Organisation, die Tehila unterstützt, heißt Beat Chaim, für das Leben. Direktorin ist Sandy Soshani. Beat Chaim wurde von Leuten gegründet, die die Zahl der Abtreibungen in Israel untersuchten und feststellten, dass sie sehr hoch ist. Unsere Regierung finanziert Abtreibungen. Eine Frau muss zu einem Komitee gehen, danach kann sie eine legale Abtreibung haben, wenn sie die Voraussetzungen erfüllt. Aber 99,6% der Frauen erfüllen diese Bedingungen. Es geht nur um einen Stempel. In den 1980er Jahren entschieden diese Leute, dass sie etwas tun müssen, um Frauen zu ermöglichen, sich für das Leben zu entscheiden. Beat Chaim hat eine Hotline eingerichtet. Anruferinnen in Not werden zu einer der Betreuerinnen vermittelt, die im ganzen Land bereitstehen. Die hören zu und reden mit den Betroffenen über ihre Ängste und Bedürfnisse. Wir haben ein fantastisches Projekt, das 2006 begonnen hat. Es heißt Operation Moses. Dieses Projekt versorgt die Frauen mit allem, was sie brauchen, ein ganzes Jahr lang. Schon vor der Geburt können wir ein Kinderbett zur Verfügung stellen, einen Kinderwagen, eine Badeschüssel, die Bettwäsche. Jeden Monat bekommt die Mutter einen Gutschein im Wert von mehr als 100 Euro, 350 Schekel jeden Monat, um das zu kaufen, was sie für ihr Baby braucht. Wir tun das, damit sie so wie jeder andere für ihr Baby sorgen kann. In Jerusalem hält Beat Chaim eine große Auswahl an Kinderkleidung bereit. Außerdem gibt es hier Windeln und Babybedarf.
Allein im Jahr 2022 haben davon mehr als 750 junge Mütter profitiert. Über 200 Schwangere werden aktuell betreut. Außerdem wird psychologisch-seelsorgerliche Hilfe angeboten, wenn eine Frau ein Kind durch eine Fehlgeburt oder eine Abtreibung verloren hat. Finanziert wird die Hilfe durch Spender aus aller Welt. Viele übernehmen die Patenschaft für ein Kind während des ersten Lebensjahrs. Sandy Shoshani ist davon überzeugt, dass jedes Kind ein Recht auf Leben hat, auch ein ungeborenes. Die Wissenschaftler des Weizmann-Instituts hier in Israel haben entdeckt, dass der Herzschlag eines Kindes 22 Tage nach der Befruchtung beginnt. Ich stelle eine ganz einfache Frage. Zellen vermehren sich, es gibt einen Herzschlag. Zeigt das nicht an, dass es sich um Leben handelt? Sandy Shoshani und ihre Mitstreiterinnen wollen nicht nur die Liebe Gottes weitergeben und Leben schützen, sie wollen auch die öffentliche Meinung in Israel beeinflussen, mit dem Ziel, Abtreibungen ganz zu beenden. Gott ist ein Gott des Lebens. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, heißt es im 5. Buch Mose. Auch unser nächster Beitrag berichtet von einem Kampf ums Leben. Es geht um ein kleines Mädchen, das plötzlich einen Schlaganfall erlitt, und um seine Mutter, die mit vollem Einsatz um ihr Leben kämpfte. Es war Freitagabend, ich war mit meiner Familie zu Hause, wir haben das Schabbatessen zubereitet. Da bekamen wir einen Anruf. Meine Tochter nahm das Telefon und sagte, Daddy, jemand möchte dich sprechen. Da sah ich, dass Avivit anrief. Avivit ist meine Nachbarin, sie hatte gerade bei mir einen Sanitäter-Grundkurs abgeschlossen. She recognized the basic signs. Sie erkannte die wesentlichen Anzeichen für einen Schlaganfall. Ihre Tochter hatte Probleme, sich selbst in der Balance zu halten. Sie hatte eine Schwäche in einer Körperhälfte und sie konnte nicht mehr richtig sprechen. Sie konnte die Worte nicht mehr richtig aussprechen. Avivit brachte all diese Anzeichen zusammen und das Ergebnis war, sie glaubte, dass ihre Tochter einen Schlaganfall erlitten hatte. My daughter is having, I think she's having a stroke. At the age of 6 years old. Im Alter von 6 Jahren ist ein Schlaganfall sehr selten. Um es mit Zahlen zu sagen, das betrifft ein Kind unter 100.000 Kindern. Es ist noch viel seltener, dass es in diesem Szenario diagnostiziert wird, dass die Eltern zu Hause einen Schlaganfall erkennen. Parents recognize your stroke at home. Ich wusste nicht gleich, dass meine Tochter einen Schlaganfall hatte. Ich wusste nur, dass etwas furchtbar falsch ist. Denn sie konnte nicht mehr gehen. Sie konnte nicht mehr richtig sprechen. Sie konnte ihre Hände nicht heben. Sie hatte die klassischen Symptome eines Schlaganfalls. Ich sprach das Wort Schlaganfall nicht aus, aber ich wusste, dass in ihrem Kopf etwas passiert war. Deshalb rief ich den Notruf an. So, I called 911. Dann rief ich Shafir an, Dr. Shafir Bodner, unseren Nachbarn. Ich sagte, unserem Mädchen geht es sehr schlecht. Kannst du etwas tun, bevor der Rettungswagen kommt? Er wohnt sehr nahe bei uns. Er sagte, ich komme. Und keine 3 Minuten später war er hier. Er untersuchte sie und sagte, da stimmt etwas nicht. Ich denke, er hat gleich erkannt, was passiert ist, aber er hat es mir nicht gesagt. Ich war gleich da. Avivit hatte die Symptome eines Schlaganfalls perfekt beschrieben. Ich wusste, dass jede Sekunde zählt. Wir müssen alles, was wir tun können, so schnell wie möglich machen. Der Rettungswagen war bereits unterwegs. Um noch ein paar Sekunden zu gewinnen, trug ich Nama auf meinen Armen nach draußen, um dort die Rettungswagenbesatzung zu treffen. Ich legte Nama auf die Trage und sagte dem Team, dass sie wahrscheinlich einen schweren Schlaganfall hat. Bringt sie so schnell ihr könnt ins Hospital. Die Rehabilitation dauerte 7,5 Monate. Sie wurde im Levenstein-Hospital behandelt. Am Anfang fiel es ihr schwer, im Bett auch nur den Kopf zu heben oder sich hinzusetzen. Sie musste ganz neu das Gehen lernen und wie man isst,
alles wieder von Anfang an. Auch zu rennen. Ihr Traum war wieder zu rennen. Sie sagte, Mami, ich möchte wieder rennen können. Es war so aufregend, als sie damit Erfolg hatte. Es ging in Babyschritten voran. Jeden Tag lernte sie etwas Neues. Every day, a new thing. Wenige Monate später wurde ich von Abhivit angerufen. Sie lud mich ein, sie auf dem Krankenhausgelände zu treffen. Ich stellte mir vor, dass ich eine schlimme Situation erleben würde, aber dann war ich geschockt. Ich traf auf ein perfektes, glückliches Kind, das lächelte, umherging und sich wie ein normales Kind verhielt. Many, many years ago, before I became a paramedic, vor vielen, vielen Jahren, bevor ich Rettungssanitäter wurde, war ich für Magen David Adom als Ersthelfer tätig. Das war in der kleinen israelischen Stadt Arad. Ich dachte mir damals, ich mache Ersthelfer, während ich auf einen Studienplatz an der Universität wartete. Ich wollte Biologie studieren, aber darum geht es jetzt nicht. Bevor ich zur Uni ging, traf ich in der Rettungswache von Arad einen ganz besonderen Freiwilligen, der hieß Israel. Israel wurde später Namas Großvater. Er sagte mir, warum wartest du auf die Universität? Du solltest einen Sanitäterkurs besuchen. Ich sagte, ich wollte eigentlich zur Uni, aber er überzeugte mich, indem er mir ein Stethoskop kaufte und mir erklärte, du wirst Rettungssanitäter, das ist deine Bestimmung, bitte besuche diesen Kurs. Ich folgte seinem Ratschlag, ich ging in den Kurs und auch zur Universität, ich verfolgte beide Berufsziele. Und nun, über 20 Jahre später, hat sich der Kreis geschlossen. Ich konnte ein Faktor sein, der mitgeholfen hat, das Leben seiner Enkelin zu retten. Wer sich für das Leben einsetzt wie die Alltagshelden, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, ist nach dem Kampf oft müde und erschöpft. Sind Sie manchmal K.O.? Pfarrer Heiko Bräuning berichtet heute in seinem biblischen Impuls, dass er manchmal völlig erledigt ist, aber er hat eine Kraftquelle entdeckt. Wann waren Sie das letzte Mal so richtig K.O.? Ich gebe zu, ich brauche täglich meinen Mittagsschlaf, weil ich nach der Arbeit am Morgen doch sehr K.O. bin. Und meistens so nach 3 Monaten Durcharbeiten bin ich so K.O., dass ich mir wenigstens einen Kurzurlaub gönnen muss. Nicht schlimm, Gott selbst war nach 6 Tagen so K.O., dass er sich den Schabbat gönnte, den Ruhetag. Aber K.O. meint ja eigentlich was ganz anderes, oder? K.O. ein Knockout. Der Begriff stammt aus dem Boxsport. Er leitet sich ab von dem englischen Verb to knock out, wörtlich übersetzt jemanden aus der Zeit herausschlagen. Knockout of time. Das meint, der Boxer ist K.O. und er ist nicht mehr in der Lage, nach einer bestimmten vorgegebenen Zeitspanne, meistens 10 Sekunden, wieder aufzustehen und weiterzukämpfen, sodass der Ringrichter den Kampf abbricht. Und wissen Sie, das kommt im Alltag auf ziemlich unterschiedlichste Weise vor, oder? Dass man herausgeschlagen wird aus der Zeit, dass man innerlich verletzt wird, Wunden davonträgt und man sich nicht mehr auf den Füßen halten kann und schon gar nicht mehr selber aufstehen kann. Der Kampf muss abgebrochen werden und steigt aus dem Ring als Verlierer. Manche Schicksalsschläge schlagen mit starker Faust und mit voller Wucht zu. Auch Israel ging ganz oft zu Boden, bedrängt von Feinden, oft sich selbst verletzend, indem man sich nicht an Bundesschlüsse hielt, eigene Pläne verfolgte und plötzlich merkte, wir haben an allen Fronten zu kämpfen und ganz hoch ist der Verlust. K.O., Knockout. Davon ganz viel in der Bibel zu lesen. Für den Zustand des K.O.-Seins kennt die Bibel das Wort K.H. Nicht K.O., sondern K.H. Das heißt so viel wie verlöschen, verzagen, schwer verletzt worden sein. Genau das ist K.O. Aber K.H. klingt so ein bisschen nach Aha und bringt noch eine andere Facette ins Spiel, nämlich das Geheiltwerden von einer Wunde. K.H. heißt
Auf der einen Seite verletzt werden, zu Boden gehen, auf der anderen Seite das Geheiltwerden, die Befreiung. Das, was normalerweise dem, der K.O. geht, nicht möglich ist, sich nämlich aus eigenen Kräften wieder aufzustellen und weiterzugehen und weiterzukämpfen, das kennt der hebräisch denkende Mensch im Zusammenhang mit Gott, der nach einer schweren Verletzung wieder heilen und aufrichten kann. Psalm 41 heißt es, der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager. Du, Gott, hilfst ihm, dass er wieder aufstehen kann. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig und heile mich. Wir im Deutschen brauchen zwei Worte für KH, nämlich verletzt sein auf der einen Seite, ist ein klarer Zustand, weit weg davon ist dann der andere Zustand und das andere Wort Heil, Heilung, Wiederherstellung. Im Hebräischen gibt es für beide Seiten der Medaille nur ein Wort, KH statt KO. Denn wer auf Gott vertraut, hat Hilfe und Heilung in Zeiten der Not. Auch wenn er in die Knie gezwungen wird, auch wenn der Kampf abgebrochen werden muss. K.O. und okay, Verletzung und Heilung gehören bei Gott zusammen. Das wünsche ich Ihnen und ich freue mich, wenn Sie von Ihrer Begegnung mit diesem Gott erzählen und wie es zur Heilung kam. In diesem Sinne, seid gesegnet. Fokus Jerusalem startet die Aktion Brief an Gott. Sie funktioniert so. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schreiben an unser Jerusalemer Büro einen Brief mit einer Nachricht an Gott. Unsere Mitarbeiter nehmen den Brief entgegen, öffnen ihn und entnehmen ihre Nachricht. Sie bringen sie dann ungelesen zur Kotel, der sogenannten Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt. Seit mehr als 300 Jahren gibt es den Brauch, Nachrichten an Gott in die Ritzen der Mauer zu stecken. In Jerusalem sei Gott den Menschen besonders nahe, lehren die Rabbiner. Wir bringen Ihre Nachricht zur Klagemauer. Dieser Service ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos. Ihren Brief richten Sie bitte an Fokus Jerusalem TV, Beit Aladan Building, Hanne Wim Street 31, Jerusalem 9510321, Israel. Diese Adresse finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.fokus-jerusalem.tv. Wir bitten Sie auch heute wieder um Ihre Gebete für das Volk Israel, damit den Menschen dort der Mut und die innere Energie nicht ausgehen. Bitte beten Sie für den Frieden Jerusalems, für die neue Regierung und für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Land. Wir freuen uns, wenn Sie auch unsere Sendung in Ihre Gebete einschließen. Wir möchten möglichst vielen Menschen ein neues Bild vom Land des Messias vermitteln. Wir möchten Orientierung bieten und Ihnen helfen, das aktuelle Geschehen im Land der Bibel einzuordnen. Für die Produktion dieser Sendung benötigen wir Ihre Hilfe. Fokus Jerusalem bekommt weder Fernsehgebühren noch staatliche oder kirchliche Zuschüsse. Wir danken sehr herzlich für Ihre Spenden auf unser Konto Fokus Jerusalem GmbH, IBAN DE 90 6005 0101 0400 0500 07. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung und verabschieden uns bis zur kommenden Woche. Zum Ausklang zeigen wir Ihnen noch Aufnahmen aus Südisrael im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Unser Team wünscht Ihnen eine gesegnete Woche. Shalom.
Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem? Wo die Kämpfer tanzen, ein Besuch bei den Tscherkessen. Kampf um die Freiheit, die Geschichte eines jungen Ultraorthodoxen. Biblischer Impuls von Dr. Petra Held, neue Handelswege, neue Chancen.